Boah, Junge, boah, was ist das für ein geiles Teil? Boah, Chef, Wie, was ist denn jetzt hier los? Ruf dir das mich ist ja mitten in der Nacht Wahnsinn, an, das du. Ding, du, voll die Ja, sicher, Rakete. du. Du, nimm mal da dein Apachenfinger davon runter, Aber du. ich will da mal meinen Senfstulli reinstecken in den Nee, Tank. du mit deinen Senfpfoten, da ist doch, du hast noch Mayonnaise unterm Fingernagel. Boah, Was ist denn Alter, das? Da schubst er mich mit dem Hintern das voraus. Ding Was macht falsch. er mir denn hier für? Das ist ja Wie? ekelhaft, Lonny. Hinweis, Sie können das nicht fahren, Sie sind zu arm. Sie sind zu arm, Lonny. Tut mir leid Was? für Ich kann das. dich. Kannst du da rein? Ich kann, na klar kann ich da rein, du. Ja, was hast du für ein Das Monatsgehalt? ist mein Auto. Ich bin Chef. Und das ist Chefsache, oder? Guck mal, ich kann nicht mal Beifahrer sein. Nee, Das Auto stößt mich ab, weil ich zu arm bin. Wer alte Mayonnaise unterm Zehennagel hat, der kommt hier nicht rein, du. Das ist ein altes Cherokee-Rezept. Was hast du überhaupt mit deinen Füßen gemacht, ja? Ah ja, das nennt man Mayo-Platte. Eine Mayo-Platte ja, hat er gemacht. Natürlich. Gabi hat gemeint, das hilft gegen mein Zittern von Peppes. Von Peppes. Hol mal lieber hier eine Kanne Mayo, hier, den wir da hinten reingießen können vor die Treppe. Wir müssen noch eine Mayo-Treppe gießen da hinten. Na doch irre. Hol doch mal einen Kübel. Der ist noch auf dem Pritschenwagen, glaube ich, oder? Hol doch mal einen Pritschenwagen rüber. Oder haben wir den irgendwo abgeladen? Ja, keine Ahnung. Warum muss Ronny immer alles machen, aber darf nicht mal die Coupé fahren? Nee, nee. Er musste blechen, Ronny. Lonny. Lonny Lonson. Das immer wieder. Lonny Lonson. Ab und zu bin ich Lonny, ab und zu Ronny. Ich weiß doch auch nicht, wer ich bin. Ich weiß doch auch nicht mehr, wer ich existenzielle bin. Existenzielle Krisen. Ich hab Krisen. So, guck mal, jetzt erstmal hier. Eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt hier. Schön die Betonprängel oben drauf setzen. Halb Veganer, halb. Onlyfleisch. Onlyfleisch.com. Das ist eine Erotikseite. Onlyfleisch.com. Guck mal da hinten, dein Dings, der wegen dir ist Stau, Lonny. Ja klar, Lonny hat wieder Stau System, ich verursacht. Mach das System kaputt, bis ich eine Corvette bekomme. Nee, die kannst du dir nicht leisten, du. Weil du zu wenig zahlst, du gieriger, geiziger alter Sack. Ich wollte überweisen, dein Konto ist dicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da ist nichts dicht. Ich wollte überweisen, da steht geht nicht. Geld kann nicht angenommen werden. Sie sind zu reich. Das da, aber das ist dein Konto. Um reich zu bleiben, empfehlen wir Ihnen keinen Lohn zu überweisen, haben die gesagt. Das ist dein Konto, nicht meins. Ich hab nix. Die Gabi verlässt mich eines Tages. Hat sie das nicht schon? War da nicht was? Ja, sie kam wieder, weil jetzt der Grinder war noch in meinem Wohnzimmer. Jetzt ist die Gabel Gabi. Jetzt ist sie Löffel Gabi. Gabel Gabi, sie isst selbst Suppe mit der Gabel. Guck mal, hier, erstmal schön Lack weggekratzt, du Sau, du Blöde. Ey, das kostet alles Geld. Da beschwert er sich, dass er keinen Lohn kriegt. 3 Monatslöhne hast du dir hier schon zerbeult. Ich muss klauen auf der Baustelle. Guck mal, da hinten ist ein alt Kleidercontainer. Respektlos bist du. Wie, was machst denn du da? Ja, was macht der Lonny wohl? Wieso gießt du das in den Teich? Ja, du sollst eine Treppe gießen, Junge. Ach, da hinten. Lonny, was stimmt mit dir denn nicht? Gemeint, in den frisch soll, gebauten Brunnen! Gemeint, was stimmt mit dem Jungen denn nicht? Die Treppe, Junge! Ah, ist gemeint, den Brunnen. Steht doch oben, hab ich gar nicht! Ja klar! Niemals! Gib doch mal den Brunnen! Den Brunnen, Alter! Gib dir das da rein! Ja. Ah, Lonny, ey! Geld könnte ich das ist das leisten. Problem! Deswegen verdient ein Chef einfach mehr Geld! Hätte ich Geld, könnte ich mir Essen leisten mit Nährstoffen und nicht nur mich von Bockwürsten ernähren! Ja, aber es muss ja offensichtlich reichen. Reicht aber nicht. Geht ja mit dem Jungen nicht anders. Ich brauche mal, keine Ahnung, eine Banane. Was jetzt Was los? Was ist denn da los? Jetzt hat er irgend so einen Balken da reingeknüppelt. Ich bin komplett irre. Ich höre eine Sirene irgendwo. Da kommt ein Krankenwagen, Lonny. Die holt dich. Ja klar, ich hab die Baerbock begossen. In den Brunnen hat er es geschüttet. Ah, ich hoffe, die nehmen das als Designelement oder so an. Das ist Betonoptik, das ist ganz hip im Moment. Mal weg da, ich muss da mit dem Ding hin. Ich krieg das gar nicht voll. Komm,
da gar nicht hin. Muss das drehen ein bisschen. Ja, wie denn? Das ist unmöglich. Was machst du da? Ich höre nur Bock, Bock, Knall, Peng. Das ist nicht voll, weil ich muss die Kante da noch... Oh, jetzt. Das Ding kannst du ja nicht drehen. Jetzt habe ich einen guten Winkel. Boah, das war schwer, du. Das war schwer. Aber guck mal, Ronny holt wieder Geld zurück. Barfuchs Ronny. Treppe gießt ja, 21%. Ich wollte gerade sagen, du musst doch noch mehr gießen hier. Wo ist jetzt der Container hin? Ja, was weiß ich, was du gemacht hast. Ich habe jetzt zurückgesetzt. Ich hang ja in der Wand. Du sag mal, Chef, wo ist denn der Container? Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Na, der ist jetzt weg. Ernsthaft jetzt, wo ist der hin? Der ist einfach verschwunden. Weiß es nicht, normalerweise müssen die Dinge doch dann... Ich glaube, wir machen wieder die alte Technik. Meinst du mit dem Spritzmann, ne? Ja, ja, das mit dem Kübel da, das ist alles Schwachsinn, ist das. So, ich fahre jetzt erstmal hier das eine Auto wieder zurück, einlagern, so. Der ist weg, du. Der ist repariert. Jetzt holen wir dem mal... Dem hat's doch echt den Kübel weggerissen. Jobs, nee, Karte. Ich brauche einen Fahrzeughandel hier unten, du. Getreten. So, jetzt machen wir die alte Spritztechnik wieder. Schön, Klassik, mit einem Betonmischer hier. Mieten. Kann es sein, dass der Kübel jetzt wieder im Lager ist? Weil ich zurückgesetzt habe? Ich weiß es nicht, aber ich hole jetzt wieder die gute alte Betonpumpe. Chef, kannst du mich sehen? Nee, ich bin gerade im Laden und besorge Fahrzeuge. Ja, ich mache hier Arbeit. Ich gerade auf dein Motorhaube. Ekelhafter Typ. Mach nichts, ich kaufe mir einfach einen zweiten. Du bist ganz schön arrogant geworden. So, holst du einen Micha? Den Michael. Den Micha, nee. Hol mal einen Micha. Der muss hinten reinspritzen in die Pumpe. Hast du den gekauft? Nee. Oder ist der geleased? Der ist erstmal nur gemietet. Wir haben nur da noch eine halbe Mille. Rum. Der guckt doch bei den. Der muss. Nee, beim anderen, unten rechts. Ich bin im neuen Fahrzeughandel. Beim Andexer oder was? Ja, sicher, beim Anschlecker, du. Warte mal hier, ich muss meinen Wagen mal einlagern hier, sonst fingern die Leute da immer alle dran rum. Ja. Das hier auch mal einlagern. Schön mit dem Schlüssel drüber. Der hat nur noch 63%, der Kran. Was hast du mit dem Ding gemacht? Mayonnaise? Ja. Mandolf. Mandolf? Was? Mandolf? Na, guck mal, Treppe gießen, Beton gießen. Ich glaube, der Brunnen war schon richtig. Nein, der ist doch fertig. Der ist nicht fertig. Da muss man eine Spachtelschicht drüber. Weißt du, was das kostet wieder am Ende, das wegmachen? Der ist noch nicht fertig, der Brunnen. Der ist so fertig, der ist so dreimal durch, hier ist der. So, Lonny Lonsen. Lonny Lonsen. Ich hab dich seit Budapest 62 nicht mehr gesehen. So, das Ding ist wirklich mit am bescheuertsten zu fahren, das Teil. Oder beziehungsweise zu steuern dann. Weil da irgendwie 500 Achsen drin sind und alle haben irgendwie eine andere Funktion und das ist zum Kotzen. Ja, warte, ich muss mit meinem Schwengel mal hier... Schwengeln, nö. Soll ich reinschütten? Nee, warte. Bin noch nicht drüber. So, jetzt bin ich drüber. Matsch läuft. Nee, doch. Oh, jetzt. Oh, ist schön verteilen. Mann, ich hab ganz klebrige Pfoten von diesem neuen Senf vom Bautzner. Bautzner Senfkralle. Ja, bin ich zum Arzt gegangen. Der hat gemeint, weniger Schnullis. Meine vegetarische Apache. Nee, Lonny, so geht das nicht. Das wird sonst mit dir nichts mehr. Er hat mir jetzt hier so einen Fleischersatz gegeben. Du brauchst schon richtig Tinte auf dem Füller. Oh, Alter, ein bisschen hart reingedippt. So. Wie jetzt markierten Bereich räumen. Ja, ja. Ja. Ja, doch nicht so. Alter. Guck, und jetzt aber einen Brunnen noch reingießen. Nee.
Wo jetzt? Der Brunnen. Ich weiß nicht, wo müssen wir jetzt sprühen? Der Brunnen. Nein, im Brunnen ist doch gar keine Anzeige. Doch. Ach da, die Treppe da hinten. Soll ich laufen lassen? Nee, noch nicht, warte. Ich bin noch nicht im Ziel hier. Alter, hast du es gehört? War so eine Katze. Okay. Was war das für eine russische Katze? So, okay. Moment. Ich muss ein bisschen umbarken. Ein bisschen habe ich noch drin. Ah. Lonnie Lonsen. Lonnie Lonsen. So, hier. Läuft? Ja, ja, läuft. Wisst ihr, der Brunnen ist 20%. Nein. Beton. Ich würde das gleich mit meinem Betonmischer in den Brunnen mal schütten. Und wenn dann da die Prozente hochgehen. Da geht nichts hoch, Mann! Hast du nur wieder Kohle? Ich gieß da nochmal was rein. Warum geht jetzt da nichts bei dir voran? Weil ich erstmal positionieren muss. Ist das eine Behindertenrampe? Ja, ich glaube schon. Muss ja alles auch zugänglich sein. Das ist ein Rathaus. Oh. Wir haben doch gar keine Rollschuhfahrer in unserem kleinen Dorf. Rollschuhfahrer? Ja klar, Inline-Skater oder wie die heißen. Hab ich auch mal besessen, wurden thermonuklear angetrieben. Hab ich einmal die Schallmauer durchbrochen. Das ist echt nicht so einfach hier. Die letzten Prozente. Ja. Du musst dann nach vorne, nach hinten, so. Wieder zurücksetzen und dann kommt die nächste Treppenstufe wahrscheinlich. So, eine Brunne. Ich habe jetzt einen Plan. Aber Betongießen 20%. Der Brunnen. Lonnie Lonsen schüttet jetzt was in den Brunnen. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Ich glaube eher, dass es um den Brunnen herum ist, oder? Wo die Betonplatten sind. Ich schütte das jetzt hier voll rein. Und wenn ich jetzt 1% hochgehe... Na, der Lonnie wieder! Der hat immer recht. Das ist einfach... Der hat Handwerker-DNA. Komm aus der Dynastie von Handwerkern. Ja, guck mal, warum machen wir das eigentlich immer... Na gut, das ist wegen links und rechts schwierig dann. Nee, das ist total schwierig mit denen. Wieso kommt denn in den Brunnen so viel Beton im Boden? Was ist das für ein Schwachsinn? Oh, ich kann da drin nicht lenken in dem Matschding. Ich komm hier nicht raus. Nee, ich kann hier nicht lenken. Rücksetzen. Aber ich hatte recht, Chef. Von Anfang an, die Bärschock hat mir das nämlich persönlich in einem geheimen Spezialauftrag erzählt. Ich kann auch jetzt einfach nochmal hier eine Ladung hingießen, dann müsste doch schon fertig sein. Ich habe auch noch ein bisschen. Stopp, der damit kannst du, kannst ja auch hin und her kippen damit, oder? Wenn du so, kannst du das nicht nach links und rechts bewegen, hinten dein Zipfel? Ein bisschen, aber... Ja, reicht doch, oder? Jetzt nochmal nach rechts oder nach links, je nachdem. Problem ist der Brunnen, da kommt der voll schlecht rein. Jetzt wieder nach vorne und dann da die Ecke noch da hinten. Ja, oder so. Oh. Verrückt, ja. Verrückter Typ. Oh. Aber auf Biegen und Brechen sagen, der Lonnie ist falsch. Wie jetzt Sand liefern? Ah ja, klar, auffüllen. So. Das Betonzeug wieder zurückgeben, oder was? Hab ich schon gemacht. Beide? Nee. Nee, du musst jetzt alles zurückgeben. Zurückgeben. Beide. Ja, und den auch zurückgeben. Jetzt komme ich mit dem Schuttlaster. Mit dem Pritschenwagen oder was? Und den Muldenkipper haben wir auch. Ja, klar. Dann hol mal einen Muldi. Ja, hole ich jetzt Kipper ein und Frank dann schütte ich das da rüber. Frank Muldi hat die damals gebaut, als erster. Hank Muldi. Hank Muldi. Ist.
Der hat wohl dann eine Kreisis bekommen. Fox Muldi, der hat auch die Aliens gefunden. Fox Muldi. Und Skullili. Skullini. Oh, das Ding hat aber PS, ne? Das hat PS, du, das kannst du glauben. Ist das nicht ein Meiler? Echter Meiler, klar. Oder ist das hier so ein San Machu? Nee, ist ein richtiger Meiler, du. Steht da auch Meiler drauf? Nee. Das muss da rein, Sand, stimmt, ne? Ist ein Meiler, ja sicher, Sand. Und jetzt schön hier die Sandniere verteilen, gut, ja, jetzt noch nicht, jetzt ist gut. Ja, nicht so dicke. Schön langsam streuen, du. Musst du halt ein bisschen gerade fegen. Du musst jetzt eigentlich mit dem Besen hinten dran stehen. Das geht ja leider nicht. So, schön flach verteilen, genau. So, jetzt nochmal voll machen. Jetzt will ich direkt von der anderen Seite ranfahren erst. Ich schaff's ja gar nicht. Warte, ich schütte hier nochmal ein bisschen was rein und dann wende ich das Ding und klapp's wieder hoch. Jawohl. Vielleicht hast du auch Glück. Ne, warte, kipp doch weiter. So. Denkst du, es reicht? Ja, ich glaube schon. Ja. Jetzt noch runter von Baustelle. Oh ja, verkaufen. Weil wir sind ja quasi bankrott. Oh. Jetzt musst du verdichten. Wie haben wir das beim letzten Mal gemacht, du? Na, mit einer Walze. Boah, da müssen wir aber richtig walzen, du. Ja, lass mich mal holen, das Ding. Ja, ich hole auch eine, oder nicht? Wollen wir denn hier unsere... Ja. Auslagern. Einsteigen. Ja, hol dann auch noch eine, können wir beide, weil das dauert, glaube ich, lang. Dann müssen wir die belgische Doppelwalze. Doppelkindwalze müssen wir da dann machen. Na gut, ich habe im Moment 18% auf Mieten, ne? Also. Du hast ja eh, wer eine Corvette fahren kann, ne? Sagen wir es mal so, du bist nicht arm. Ah, du hast die Wackerneusen, ne? Ja, klar. Dann hol ich mal die Baumarkt, du. Ich gönn mir jetzt hier gerade ein Ött und fahr durch die Gegend. Schön die Wackerneusen. Ist einfach so. Also, sagt sich einfach auch so schön. Riesenfläche, du. Ja, deswegen komme ich auch mit der Baumarkt. Welche Hälfte nimmst du, die rechte? Ja. Na gut, du. Dann fange ich mal hier an der linken an. Ja, und was kommt da noch alles hin? Ich meine, wird das ein großes Katzenklo vorm Rathaus? Bürgermeister Katz? Ja, nee, da kommen dann Betonplatten wahrscheinlich wieder drauf, ne? Das kann sein. Man sagt nicht, das Ding hat sich da hinten verkeult. Komm schon. Jetzt. Oh, die Wackerneusen, das war knapp, du. Ja, das Ding strahlt. Aber macht die auch rechts wie links und vorwärts wie rückwärts, die Wackerneusen? Ich weiß es nicht. Die kann alles. Die verdichtet dir alles. Die verdichtet dir die Großmutter. Das war meine Großmutter, die war immer dicht. Du Apfelwein hat die immer gesoffen. Die hat immer vergessen, die Äpfel wegzuschmeißen und hat sie dann getrunken irgendwann. Den Mostrich, du. Den mit Fuß gestampft, halt. Ach, guck mal, das geht doch schnell, du. In zwei Dichte verdichten, dann dichtet der Dichter, du. Boah, es geht schnell. Sind schon bei 50 Cent, sind wir schon. Bei den alten Rapper. Na ja, klar, ist dabei auch Blood in Sand. Ah, da kann man sich schön austoben hier mit den Plätteisen, du. Oh,
Aber es ist eigentlich ein ziemlich umfangreicher Auftrag, ne? Ja, also Rate, das ist Prestige, Junge. Wir müssen hier, wir arbeiten hier Prestige. Prestige weltweit. Lonny, wir sind weg von billigen Zufahrtsstraßen. Also sind wir jetzt ganz oben, aber haben keine Seele mehr. Nee, klar, Schützenhaus haben wir niedergerissen, ne? Ja, der Hundeklub. Ja, der Hundeklub, da gibt's keinen Platz für einen Hundeklub. Die Hunde schwimmen es ab, ihr sagt. So, da hinten in der Ecke habe ich schon mal alles verdichtet. Aber es fehlt immer noch 25%, 24. Ja, ich bin mit meiner Hälfte gleich durch hier. Bis auf so ein paar kleine Nippels, aber das macht nichts. Ja, ich mache hier Punkt genau, weißt du, ich mache wieder, bügel das weg, was der Chef versaut. Ja, das bügeln die Praktikanten am Ende für umsonst, Lonny. Die kosten nichts. Praktikum ist immer gut. Also mache ich ein Praktikum hier, oder wie? Das ist aber auch, ne? Ist eigentlich auch so vom Start super intelligent, ne? So ja. Praktikas, ne? So in der Schule zur Pflicht machen. Wir könnten uns vorstellen, dass du bei uns arbeiten kannst. Dafür müsstest du aber 6 Monate erstmal umsonst arbeiten. Ja. Wenn dann durch bist, ja, leider. Ja, Personal ist ganz schlecht. Wir kriegen keine Förderung, ne? Ja. Sieht kritisch aus. Aber damit kannst du bei jemand anders bestimmt ein bisschen angeben. Wenn du denen erzählst, dass du von uns verarscht wurdest, dann nimmt dich jeder mit Handkuss. Ja, ja eben. Oh, wie ich sehe, wurden sie von der BSF verarscht. 6 Monate, nicht schlecht. Du bist leider zu dumm. So. Oh ne, wieder Pflanzgruben hier ausheben, du. Ja, sicher. Ja, Sichikowski. Ich meine, gute alte Planierwalze. Das muss ich wieder unseriös machen. Aber der Chef hat gesagt, das soll in der Folge, ne, in der Runde muss das Ding irgendwie fertig werden, hast du gemeint. Ja. Du willst da jetzt Nägel mit Köpfen sehen. Du willst Ergebnisse, weil Sprit von der Corvette zahlt sich ja nicht von allein. So, dann brauche ich doch bestimmt den hier gleich wieder. Habt ihr gesagt, die Grünen wollen Bäume. Gewarnt. Dann fahre ich doch den schon mal hier zum Baustoffhandel, oder nicht? Was werden wir? Da brauchen wir doch gleich bestimmt Bäume. Stehen die schon all die Jahre gewarnt. Stehen die Bäume schon oben auf der Kadde? Weiß ich nicht. Oh, da ist noch ein Ding. Nö. Ja gut, jetzt erstmal Pflanzgruben ausheben. Kannst ja mal. Ich hole einfach schon mal Bäume. Was soll schon schief gehen? Ich komme die aber auch gleich, wenn ich die ausgehoben habe, die Dinger. Boah, ich kann die gar nicht ausheben im Bulldozer. Muss schon Bagger holen. Anscheinend. Der Bodo mit dem Bagger. Da siehst du, ich komme nicht tief genug rein. Oh, nicht. Ja, nee. Du musst dir jetzt den Bagger holen. Ich hole einen, aber ich mach's. Ich mach das. So, Baustoffe hier. Baggerlader. Oh, ich bin noch beim Hammergeil drüben, ne? Mensch, guck mal, hier arbeitet doch die Lotte, du. Kann dir mal Fischbrötchen mitgeben? Nee, die hat nur Stoff, du. Fischstoff oder was? Drogen oder wie? Deswegen hängt die Gabi da immer rum. So, warte mal eben zur Kasse. Liefern on. Hier, keine Lieferkosten. Automatisch beladen. Und jetzt mach ich mal was ganz Schlaues. Das ist ja einfach schon dann für die nächste Quest, oder nicht? Weil wir brauchen ja dann nochmal Bäume. Boah, ich weiß gar nicht mal, wie man baggert. Aber wie kriege ich hier nochmal raus? So. Boah, gebaggert habe ich ja schon ewig nicht mehr, du. Ah, ja auch nicht, du, ne? Damals, als ich noch jung war, habe ich mal ordentlich. Da habe ich noch gebaggert hier mit den Mädels, du. Aber das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Das kannst du ja heutzutage kannst du hier nicht mehr bringen. Eine Frau anbaggern,
Nee, du, Lonny, ne? Da mach jetzt mal hier keinen Schmarrn, du. So, siehst du, habe ich die Bäumchen schon geholt. Kacken dir doch auf den Karren. Ja, zwei Löcher hast du doch schon ausgehoben, oder was? Ja, aber noch nicht fertig. Und? Boah, die Steuerung von dem Ding nervt. Ja, da hast du mehrere Achsen und stell mal vor, du müsstest da noch Beton rausspritzen. So, das da ist fertig. Nichts Menschliches mehr in dem Bagger. Der Bauarbeiter, der kein Mensch mehr ist. Der Bauarbeiter, der kein Mensch mehr ist. Lonny. So, Lonny, ich hab hier einen ordentlichen Fickus, ne? Ah, schieben, nein. Doch, geht ja nicht. Es dauert, du, weil du da noch nicht fertig bist mit der Grube. ...33% ist ja nix. Moment, ah. Was rührt der denn da im Boden rum? Das ist so alles korrekt. Aber hier können wir gut was dazu verdienen. Er baggert es von dem einen Loch wieder ins andere. Das Och. Guck mal, wieder runtergefallen auf 93%. Da ist doch nichts drin in der Kelle. Da ist auch nichts drin, nee, aber das ist doof. Da wird doch gebottelt, wird doch da. Jetzt kommt da erstmal so ein Jungbaum rein und schönes Pflänzchen, du. Was ist das? Nee, so. Und dann so. ...62% erst. Ja, das geht schon schneller. Sind schon die Löcher oder was? Hier waren schon Löcher drin. Keine Ahnung. Iron Man. Der Gepacho oder wie der heißt. Aber der Krankönig hier, der Chef, der macht das, du. Ich fahr seit 36 Jahren mit dem Kartoffel. Da kommt auch die Chefmusik, die läuft direkt, du. Da kommt die Cheforgel. Die Cheforgel, Alter. Kann sich der Ronny an so einen Baum klammern? Guck mal, der Ronny ist so schwer, der bringt den Laster hier zum Kippen. Ja, hör mal auf, du. Siehst du's? Da krieg ich doch Probleme mit der Versicherung wieder, wenn die sagen, was hat der da rumgespielt, was ist mit dem nicht okay. So, zurücksetzen. Aber das dauert ja noch ewig, bis das ein richtig schöner Baum wird. Ja klar, du, das muss natürlich wachsen, ne? Das ist also ein richtiges Prestige-Weltweit-Projekt. Das ist hier prestigeweltweit.org, ne? Das ist unsere neue... Firmenadresse. Ich hab gehört, wir müssen das Catalina Weinfest ausrichten. Das fucking Catalina Weinfest. Oh, the fucking Catalina Weinfest. Das ist die wichtigste Veranstaltung hier im Dorf des Jahres, du. Ne, da wird hier die Lachsaalbrücke wird da wieder eingeweiht. Die Lachsaalbrücke. Hans Ahlmann, dachte ich. Hans Ahlmann? Die Hans Ahlmann Grundschule. Die Hans Ahlmann Grundschule. Wir sind ein Fischerdorf. Sag mal, die Gabi, die schläfert die Fische mit ihrer Knirscherei ein. Schläfert die Fische ein. Die ist professionelle Fischbetäuberin, ne? Die geht einfach ins Wasser. Das ist weit Neues, was die macht mit dem Knirschen. Hat so eine Kiefersperre. Einfach nur Stumpen im Mund. Kann nicht mal mehr die Zigarette halten. Als sie Lippenschwund hat. Lippenschwund?
Die schmalen Lippen, du. So. Jetzt brauchst du hier noch wieder Betonbauteile, 4 Stück. Ja, die habe ich schon geliefert, oder nicht? Nee, Baumaterialien liefern. Nee, da stehen sie, die Dinger. Stehen die schon da? Sie, oder? Ja. Kannst du mit deinem Karren, mit deinem Kleinen, glaube ich, sogar machen. Ja, nee, aber der müsste ich ja erst aufladen. Nee, ja, was? Oder? Schafft er das nicht so, wenn du hier so mittig stellst? Nee. Nee, da hole ich einen großen wieder. Dafür haben wir sie. Du holst einen dicken, du. Ja, sicher. Auslagern, einsteigen. Der ist schon ganz schön zerbimst, ja, weil du den gebimst hast, wie so ein Wildmann. Der wurde gerödelt, du. Wurde eingeritten. Der Kran muss erstmal eingeritten werden, der wilde Mustang. Warum stehen eigentlich so viele Fahrzeuge hier überall rum, Chef? Hier, am Dings? Hier steht nichts mehr, bis auf die zwei Kräne jetzt. Obwohl, nee, da hinten steht ganz viel. Warum fährst du so nah dran, Alter? Weil da eine Laterne ist. Deswegen habe ich ihn so kaputt gemacht. Komm ich wieder, dann musst du rechts die aufladen. Du musst einfach nur den Ausleger viel höher machen. Du hast ein mega langes Kranseil. Ja, aber der geht hier. Das ist so nah dran. Das ist ja an der Fahrerkabine. Und den kannst du nicht höher machen. Kann ja an der Fahrerkabine drin. Die dreht sich doch mit. Die Kabine. Ja, aber die Laterne macht ja einen Rundbogen. Guck mal, wie hoch der kann. Der kann fast senkrecht nach oben. So, dann musst du die Grünen müssen das, ne? Die grünen Pakete, Lonny. Und die anderen? Ja, die kommen danach. Das weißt du woher genau? Weil es oben links steht. Bei mir steht da nichts. Das ist ein Bild von der grünen Palette. Weiter rechts. Bei mir steht da Sir Lonson, sie haben im Lotto gewonnen. Ich habe gestern 9,50 Euro habe ich gewonnen. €9,50, davon kann ich nur träumen. Ey, ich krieg gar... Was ist denn los mit meinen Kranfähigkeiten in letzter Zeit? Eigentlich brauchst du nur noch dann, wenn er einmal steht, 3 Tasten. Oh, jetzt geh doch mal darüber. Ja, der Loni, der ist total kaputt. Rechts ist rechts und links ist links. Ich geh jetzt unter dir so durch. Upsala, warte. Nee, so rum. Bin ich verwirrt. Dann hier aus. Bitte packen. Sind das noch 2 oder einer? Einer noch. Ja, einer, da mach du den. Achso, jetzt hab ich gerade zurückgesetzt. Achso, nee, da warte, mach. Ich bin schon so gut wie 3. Ich dachte, du willst ihn holen. Guck dir das an, du. Jetzt mach ich Ballett hier. Jo, ist drin. Oi, 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 ja, das schaffen wir nimmer, als du damit sagst, ne? Nee, da müssen wir jetzt Mittag machen, Lonny. Der Senfschnulli, der leckt sich nicht wohl alleine. So, setz dich mal zurück, du. Zack. Und oh, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Schicht. Lass eine Bewertung da. Prestige weltweit, ne? Catalina Weinfest als nächstes. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.